So, Freunde der gepflegten Investition, heute mit einem Krypto-Video. Ihr habt es euch gewünscht. Einfach nochmal ein paar Coins, ja, um euer, ich sag jetzt mal, um euer Portfolio nochmal ein bisschen zu erweitern. Einige der Coins werdet ihr kennen, viele vielleicht, den einen oder anderen auch nicht, aber ich werde dann immer nochmal ein bisschen was dazu sagen. Im Endeffekt, für alle, die neu auf dem Kanal sind, lasst unbedingt ein Abo da und vor allem einen Daumen hoch. Und für diejenigen, die ja, das ganze System komplett penetrieren wollen, lasst auch gerne nochmal einen Kommentar da. Wir gehen einmal rüber und zwar, wir fangen an mit Dash. Gerade jetzt die Leute, die jetzt vielleicht erst seit sich ja, ein paar Monate mit Kryptowährungen beschäftigen, werden den vielleicht gar nicht kennen. Ist aktuell auf Platz 30, kostet aktuell 253 Dollar. Als ich damals mit Kryptowährung angefangen habe, war das auch ein Top 10 Coin. Wurde damals jedem empfohlen, das war damals irgendwie so gefühlt Ethereum. Jeder wollte Dash kaufen. War auch immer auf den Hardware-Ledger-Wallets direkt auf der Startseite mit drauf. War auch schon bei über 1400 Dollar. Also ist in meinen Augen auch ein Coin, der aktuell einfach zu niedrig ist, den ihr euch gerne mal genauer anschauen könnt. Ja, das auf jeden Fall schon mal von mir. Zu Dash, schaut es euch mal an und vielleicht ist es ja was für euch. Wir machen weiter mit einem zweiten Oldschool-Coin und zwar mit Litecoin. Liegt aktuell bei 200 Dollar, war auch schon über 400, Entschuldigung, 350. Und sehe ich einfach auch deutlich höher. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass der in den nächsten Monaten auch wieder deutlich anziehen wird. Spricht einiges dafür. Schaut euch gerne auch mal die Seite an. Ist auch, wie gesagt, so ein Oldschool-Coin. Das war auch einer, der damals immer auf dem Ledger mit drauf war. Das war mit Dash, mit Ethereum, mit Bitcoin einfach so einer, der ständig verkauft wurde. Aber immer noch auf Platz 8 ist, immer noch in der Top 10 ist. Und ja, das zu Recht. Schaut es euch mal an. Haben vielleicht viele nicht auf dem Schirm, weil viele auch. Ja, so Coins suchen für ein paar Cent oder sonst irgendwas, ne, wo sie dann denken, okay, der ist jetzt in 3 Jahren auf 10.000. Ja, so einfach funktioniert es dann einfach nicht immer. Schaut euch auf jeden Fall mal Litecoin an. Dann haben wir aber für die Leute, wenn ich es gerade angesprochen habe, die immer so ein paar Cent Beträge Coins suchen, sage ich jetzt mal, VeChain, VET. Wurde mir auch auf Instagram sehr, sehr oft geschrieben. Ich bin bei VeChain erstmal ein bisschen vorsichtig gewesen, habe es mir mal angeschaut. Finde das Ganze aber gar nicht schlecht und ist einfach mega günstig zu haben. Und ja, war auch schon deutlich höher. Also ihr könnt euch gerne mal die Bilanz von ihm anschauen, könnt euch gerne mal das Projekt anschauen. Ist jetzt natürlich nicht mein Favoriten-Coin oder sonst irgendwas, aber ich wollte euch heute einfach nochmal ein paar Coins mit an die Hand geben, damit ihr ein paar Alternativen habt. Und heute sind das in dem Fall Dash, Litecoin und VeChain. Hat auf jeden Fall Potenzial. Und ja, schaut es euch mal an. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer in den drei Projekten schon mit drin ist. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich denke mal, VeChain haben schon einige auf dem Schirm. Da sind auch einige in letzter Zeit reingegangen. Ich meine, mein Postfach platzt gerade und jede vierte Nachricht ist irgendwie VeChain, VeChain, VeChain. Schau dir VeChain an. Jetzt habt ihr das auch nochmal von mir hier in dem Video. Ja, zieht es euch rein. Hat auf jeden Fall Potenzial und. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich spreche es nochmal kurz an, diesmal aber nicht so ausführlich. Es gibt auch noch eine Krypto-Gruppe, kommt dort gerne rein. Schaut es euch mal an, schreibt mir auf Instagram, falls ihr da Bock drauf habt, falls ihr die Mitgliedschaft abschließen wollt. Aber wie gesagt, informiert euch ein bisschen. Nicht, wenn ihr jetzt ganz neu seid, finde ich, ist das ein bisschen ja, zu schnell, sage ich mal. Also informiert euch wirklich mit dem Thema, macht euch da ein bisschen schlau, so dass ihr auch einfach so diese Standardbegriffe alle schon drauf habt. Und dann könnt ihr sehr, sehr gerne in die Gruppe kommen. Ihr seid herzlich willkommen. Und ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video von heute. Kurz und knackig, aber nochmal drei Coins an die Hand. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.